Modelliert haben wir unser MMchen, texturiert haben wir es auch und jetzt müssen wir Knochen einbauen. Riggen nennt sich das. Und die Knochen bauen wir deswegen ein, weil wir nicht jeden Punkt des Objekts einzeln animieren wollen, sondern wir möchten Knochen bewegen können, wo dann der ganze Arm mitgeht. Das spart uns also einen Haufen Arbeit und es entspricht auch eher dem wirklichen Leben, insofern MMs im wirklichen Leben überhaupt existieren. Und da gehen wir folgendermaßen vor. Wir suchen uns zuerst die Extremitäten raus. Also das wäre die Beine in dem Fall. Oder wir fangen sogar mit dem Körper an. Und am Schluss machen wir noch ein Root Bone, sodass wir nur diesen Root Bone verschieben brauchen später, wenn wir unsere Figur verschieben wollen. Und wir werden sie später in Place animieren, sodass sie sich an einer Stelle bewegt, fortlaufend. Und die Bewegung kommt durch die Bewegung vom Root Bone. Die Knochen, die werden alle ein bisschen zu beweglich sein, deswegen müssen wir die Beweglichkeit einschränken, dass die Knochen nicht in alle Richtungen abgehen. Zum Beispiel, dass Knie nicht nach hinten gehen. Vielleicht können wir das auch einfach verhindern beim Animieren später. Dann gibt es eine Arbeitserleichterung, dass man nicht das ganze Bein bewegen muss. Also wenn ich einen Fuß bewegen muss, dann muss ich ja eigentlich erst den Oberschenkel bewegen und dann muss ich den Unterschenkel bewegen und dann kann ich erst den Fuß bewegen und wir probieren Inverse Kinematic, sodass wir den Fuß dorthin stellen, wo er sein soll und der Unterschenkel folgt und dann folgt dem Unterschenkel der Oberschenkel, sodass wir keine drei Knochen bewegen müssen, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß, sondern nur noch Fuß und die beiden anderen folgen und wir haben die Arbeit hier schon auf ein Drittel reduziert. Damit Knie, Ellenbogen und sonstige Dinge später in die richtige Richtung abknicken, gibt es die IK-Targets. Die werden wir uns auch anschauen. Hier ist dann unsere Figur, wie wir sie gesehen haben. Dann gucken wir mal dahin. So, jetzt wollen wir da was einbauen. Guck mal entlang der X-Achse, also direkt von vorne, ich bin noch im Texture Paint Mode, ich gehe jetzt in den Object Mode. Hier unten haben wir Glück, dass unser 3D-Cursor noch im Mittelpunkt ist. Ansonsten Shift-S, Cursor to World Origin, dann haben wir ihn auch da. Und an die Stelle kommt jetzt im Object Mode ein neues Objekt, und zwar eine Armature, eine Rüstung. Und je nachdem, welche Plugins wir installiert haben, gibt es hier eine oder mehrere Auswahlmöglichkeiten, aber uns reicht die eine, die immer da ist, das ist der Single Bone. Und der ist jetzt hier entstanden und wir sind noch im Object Mode. Gehen wir mal in den Edit Mode, dann sehen wir den Single Bone immer noch. Und den können wir jetzt nach oben nehmen und dann verschwindet der da drin. Das ist aber dämlich. Also gehen wir mal hierher. Unter Viewport Display sagen wir in Front und Display as Wireframe. So, da als Wire. So, jetzt haben wir den immer davor, auch wenn er drin ist. Das wirkt jetzt so ein bisschen komisch, aber wir finden die gleich, wenn man ahnt jetzt, wo der ist, aber man findet ihn schneller so auf die Weise. Und der geht jetzt bis hier in die Mitte. Ich kann auch noch den Wireframe-Mode anschalten. Dann sehe ich noch ein bisschen mehr durch mein Männchen durch. Mal gucken, ob ich hier vielleicht noch die einzelnen Linien anzeigen kann. Jo, das hier könnte man probieren, die schwarzen Linien noch mit anzuzeigen. Ja, das ist dann besser wie nix. Ich marke hier jetzt die Spitze von dem Knochen und extrude ihn mit E und einschränke auf Z nach ganz oben, sodass wir tatsächlich im Körper unseres Kopffüßlers, so wie die Kinder ihn malen, zwei Knochen haben. Das heißt, wir können die obere Hälfte von unserem Körper getrennt von der unteren Hälfte bewegen. Und das brauchen wir nachher, wenn wir so ein bisschen elastische Bewegungen machen wollen. Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen sonst noch eine Hüfte. Also das können wir mal benennen. Hier markiere ich den Knochen, gehe hier unten ins Knochenmenü. Da heißt er bloß Bone.
Und das ist eigentlich Spine. Und das hier oben, ja, das ist dann, sagen wir mal, würde dann später mal Head sein, benenne ich das einfach so. Und jetzt spare ich mir die Hüfte und sage mit Shift A einen neuen hier drauf. So, den nehme ich jetzt hier hoch. Den dritten, den wir hier gemacht haben. Guck nochmal wirklich exakt von der Seite mit 3. Bau den dahin, wo die Hüfte sein soll. Nimm mir die Spitze, zieh den runter bis zum Knie. Zieh den nochmal mit Extrude, verlängere ich den nochmal bis zum Fußknöchel. Und dann werde ich den nachher nach vorne bewegen. Das ist für mich das Upper Leg, schreibe ich dahin. Und damit ich das weiß, wenn das Männchen auf mich zuläuft, ist es sein linkes Upper Leg dot Punkt L für links und oder left. Und hier unten mache ich Lower Leg dot L. So. So sehen die jetzt von der Seite aus. Schauen wir mal von hinten mit Control 1. Hier unten wähle ich den an mit E Extrude, mein Fuß nach vorne. Das wird dann also mein Fuß, Foot.L. Und dann von hier vorne werde ich meine Zehen noch nach vorne ziehen. Das ist nur, damit es ein bisschen pfiffiger aussieht. Das sind dann die Toes.L. So ganz zufrieden bin ich noch nicht, weil mein Knie noch ziemlich weit hinten ist und ich habe mit Absicht diese Beugung eingebaut, damit der Algorithmus weiß, wo das Knie hinbewegen soll. Also tue ich das Knie so ein bisschen nach vorne. So. Und so sieht meine Figur jetzt aus. Hier sehen wir Upper Leg dot L, Lower Leg dot L, dann haben wir Foot dot L und dann haben wir halt die Toes, die heißen tatsächlich noch nicht richtig Toes.L, die Zehen. So, und jetzt spare ich mir tatsächlich ein bisschen Arbeit. Wenn ich schon die ganze Zeit nicht mit dem Mirror Modifier gearbeitet habe, wähle ich jetzt mal alle Knochen an und gehe hier ins Armature-Menü und habe ein Symmetrize, das dann die Knochen auf die anderen Seite spiegelt. Im Moment sieht das nicht so schick aus, weil die Richtung nicht stimmt. Ich muss das in die andere Richtung spiegeln. Von plus nach minus x. Ach, mir fällt gerade ein. Symmetrize tut nur nach x spiegeln, egal wie rum. Und ich habe das Männchen ja gedreht, dass es auf der x-Achse steht. Müssen wir das von Hand machen? Machen wir auch von Hand. Dann haben wir da noch ein bisschen Übung. Also gucke ich mal von der Seite mein Männchen an. Wo sind meine drei? Upper Leg dot L, Upper Leg dot R, das hat immerhin schon mal getan, das Umbenennen. Das hat Blender geschafft, aber Symmetrize in der anderen Achse als X fiel ihm irgendwie schwer. Also nehmen wir mal den darüber. Wenn die nicht auf der gleichen Höhe sind, ist das nicht schlimm, weil im echten Leben, bei echten MMs, sind die auch nicht auf der gleichen Höhe, denn die haben zum Teil auch ungleich lange Beine. So, jetzt gucken wir mal, was wir da noch vergessen haben am Schluss. Na, was ist denn das? Ah, das ist der falsche. Gehen wir da nochmal zurück. Dass wir wirklich nur den hier erwischen. Gucken von der Seite. Nehmen den. Nein, ich hätte wirklich nur den Kopf da erwischt. So, darüber. Hat das jetzt hingehauen? Nicht so ganz. Ja, probieren wir das. Okay. Also. Jetzt gucke ich mal wieder von vorne, dann sehe ich nämlich, was ich hier falsch gemacht habe. Den da einbauen, erstmal da hinten noch einbauen. Den schnappen, ich versuche diese Kugel da, ein bisschen kleines Bild, ich versuche diese Kugel da zu erwischen.
dahin, dann nehmen wir die vordere Kugel. Die ist riesig, wahrscheinlich, weil wir damit noch hier drüben sind. Wenn wir hier nach vorne gehen. Gucken wir doch mal von vorne jetzt, also von der Seite, dass das auch hinhaut. So. Jetzt haben wir unsere Figur aber schon ziemlich verwirbelt. Schauen wir nochmal schnell hin. Von der Seite sah es komisch aus, weil wir das eine Knie vergessen haben, so darüber zu ziehen. Ziehen wir das mal daher. Was ist hier passiert? So, jetzt haben wir die auch aufeinander. Da hinten. Da war der besser als der. Mal die auch aufeinander. Die aufeinander. Und die aufeinander. So, jetzt sieht das schon deutlich besser aus. Bisschen verdreht sind die noch, die Knochen. Und das könnte daran liegen, beziehungsweise das müssten wir sehen beim Viewport-Display. Da kann ich nämlich auch einstellen die Achsen. Und die Achsen sind bei Knochen ein bisschen komisch, weil die Y-Achse geht immer nach vorne. Hier. Und hier hätte ich jetzt gerne zum Beispiel, dass die Z-Achse, die geht auch sogar schon in die richtige Richtung von X-Achse, die geht in die richtige Richtung von X. Aber wenn wir genau hinschauen, im Nebenmenü sehen wir was Neues bei Item. Das ist der Roll. Roll ist das Drehen des Knochens um die Längsachse. Das kennen wir von den Flugzeugen. Und ich versuche die jetzt mal einfach mit von Hand einigermaßen schick hinzukriegen. So. Da drüben sieht es schon gut aus. Das sieht auch gut aus. Aber der hier ist da total verrollt. So. Und wo geht denn da die Z-Achse geht da wirklich in die falsche Richtung. Also nehmen wir da mal einen Roll von 0, dass die nach oben geht. Wo geht die Z-Achse hin? Immer ein bisschen die Augen zusammenkneifen. Ah, die geht um 90 falsch. Geht die jetzt nach oben? Was ist mit der Z-Achse? Das macht nachher weniger Überraschungen beim Animieren, wenn die Achsen einigermaßen in die richtige oder in erwartete Richtung zeigen. So, jetzt haben wir also gerickt, so weit, dass wir mit dem Männchen schon richtig was anfangen können. Jetzt probieren wir tatsächlich mal, dieses Skelett automatisch mit den Knoten zu verbinden. Also nehme ich die Knoten und sage, bitte bindet euch an dieses Skelett, also Knoten markieren oder Objekt markieren, Shift gedrückt halten, Skelett markieren und dann Ctrl P für Parent und wir nehmen gleich mit Automatic Weights. Dann nimmt uns Blender ganz viel ab und ob das funktioniert hat, ich schalte mal hier wieder diese Achsen ab, weil mir das ein bisschen auf die Nerven geht. Kriegen wir raus, wenn wir zuerst das Skelett markieren, dann das Objekt und dann gehen wir in Weight Paint. So, und jetzt sehen wir hier unten Fuß markiert. Das, was rot ist, ist der Einfluss von den Zehen. Das ist der Einfluss vom Fuß. Das ist der Einfluss vom Unterschenkel, Einfluss vom Oberschenkel. Tatsächlich gewackelt. Das ist der Einfluss vom rechten Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß, C. C hat funktioniert, der Rest gefällt mir noch nicht so ganz. Gucken wir mal. Der Einfluss von der Hüfte ist relativ klein und das heißt, das kriegen wir jetzt tatsächlich hin mit Weight Painting. Also Gewichte malen, Weight im Draw Mode, Add. Weight 1, Strength 1 malen wir jetzt, dass alles, was unser Knochen, den wir hier markiert haben, wieso heißt der überhaupt Cube? Also, den muss ich nachher nochmal umbenennen in MM. Kann ich eigentlich auch gleich machen. Cube, ein blöder Name. So, unser Fuß rechts. Was der alles an Einflussbereich hat, und da sollten wir ein paar Kanten mehr haben. So, denn der Fuß, der bewegt die komplette Fußsohle. Das wäre ja blöd, wenn er das nicht täte. Also malen wir da mal.
Warum haben wir denn hier noch nicht? Das gehört auch noch zum Malen. So, da vorne lassen wir ein bisschen Platz frei für den C, damit der C auch was bewegen kann. Hier oben. Und Weight Paint geht eigentlich nur auf die Ecken. Das heißt, wir versuchen die Ecken hier auszufüllen. Was ist auf der anderen Seite? Wenn wir den hier markieren, haben wir das gleiche Spiel wieder. Versuchen wir hier oben zu markieren. Gucken, dass wir auch unten alles markieren. So. Den Fuß, den lassen wir schon hier. Den Einfluss von diesem Knochen, der geht auf jeden Fall hier noch mit. Das Knie muss sich bewegen, wenn der sich bewegt. Also die Unterhälfte vom Knie. Und vielleicht da hinten dieser Knöchel noch. Und der andere Knöchel auch noch. Und der Rest muss ich mit dem Fuß bewegen. So. Machen wir auf der anderen Seite auch wieder symmetrisch, damit wir das ein bisschen üben können. Knöchel, Knöchel hier oben einmal rum. Also das ist die Verbindung, welche dieser einzelnen Knochen ist mit welchen Punkten verbunden. Hier ist der Einfluss von dem oberen, der sollte auf jeden Fall an diesem Knie sein. Hier ist der Einfluss von dem oberen ein bisschen verrutscht. Klar, dass Blender nicht genau weiß, was wir da haben wollen. Also, dieser Knochen, der bestimmt noch diese Linie. Das ist uns relativ klar, weil der da montiert ist am Oberkörper. So, und dieser Knochen hier auf der Seite bestimmt diese Linie und natürlich bis zum Knie runter. Die obere Hälfte vom Knie steuert der. Und ich habe das Knie in zwei Hälften aufgeteilt, damit es beim Knicken nicht so scharf ein spitzes Knie gibt. Es gibt zwar Leute mit spitzen Knien, aber das ist nicht so das Wahre. Ich schalte mal da oben noch Auto-Normalize ein. Falls ich in der Summe der Gewichte über 100 komme, dann kann Blender das runterrechnen. So, aber unser Bauch hat viel zu wenig Einfluss. Also ich mache mit F mal meine Bürste ein bisschen größer hier und sag lieber Bauch, du bestimmst hierüber, also so entlang der Gürtelkante, das geht alles zum unteren Knochen. So, das heißt, hier war gerade noch der Oberschenkel, aber hier hinten ist bereits Bauch. Und da wir das Glück haben, dass die wenigsten Menschen Erfahrungswerte haben, wie so ein MM wirklich läuft, können wir uns das auch leisten, da so ein bisschen falsch rumzumalen. So, hier oben könnte es doch deutlich mehr sein, weil doch alles... Ah ja, hier oben gibt es noch eine Option, die versuche ich jetzt gerade noch anzuschalten. Projected heißt, er malt auch auf der Rückseite durch. So, das, na, vielleicht schalte ich das jetzt sogar aus, das Projected, weil ich ja jetzt nicht will, dass wenn ich von oben mal, dass dann die Hüfte noch mitgemalt wird. So, also der obere, der bestimmt eigentlich sogar alles, was hier rüber geht. So, okay. Kurze Kontrolle. Kopfknochen. Hüftknochen. Oberschenkel. Anderer Oberschenkel. Unterschenkel. Unterschenkel, bisschen dürftig die beiden Unterschenkel. Fuß, Fuß. Probieren wir das mal aus. Was wir noch machen könnten, ist hier mit der Blur Brush drüber zu gehen. Die machen wir mal ein bisschen schwächer, so auf 0,3 oder so. Und gucken uns den hier nochmal an, hier gerade diese Kante da, ob wir da nicht vielleicht die ein bisschen weicher hinkriegen. So. Okay. Aber dafür, dass wir das jetzt von Hand machen, sieht es schon gar nicht schlecht aus. Wir sind fertig mit dem Weight Painten. Blender hat uns schon ein bisschen was geholfen. Gehen zurück in den Object Mode, sehen unser Männchen und als zweites unser Rig und gehen jetzt von diesem Mode in den Pose Mode.
So, und im Pause-Mode können wir Knochen jetzt bewegen. Und die Geometrie geht mit. Deswegen haben wir die Knochen eingebaut. Und jetzt merken wir auch, wie kompliziert das wäre, wenn man das Bein jetzt, diesen Fuß jetzt aufsetzen will. Muss man diesen Knochen bewegen. Moment. Diesen Knochen bewegen, diesen Knochen bewegen und dann diesen Knochen bewegen. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Und deswegen versuche ich mich jetzt noch mit inverser Kinematik, sodass ich nur den Fuß bewegen muss und der Rest geht automatisch mit. Und hier oben, das will ich ja bewegen. Da will ich ja, dass sich der Oberkörper meines Männchens bewegt oder der Unterkörper, wenn ich die Hüfte verdrehe, soll sich ja auch bewegen. Und hier unten bauen wir jetzt noch die Inverse Kinematic ein. Die sehen auch so ein bisschen komisch aus von der Seite. Ich gehe mal in den Edit Mode, Tab, Tab, Edit Mode. Die sehen doch aus, wie wenn die einen Roll hätten, aber hier steht Roll 0. Also, gucken wir mal, wenn wir in ein lokales Koordinatensystem gehen. Hat damit nichts zu tun. Also, okay. Na, was ist denn da mit dem Roll? Na, dann drehe ich halt am Roll. So, okay. So, also, diesen Fuß, den können wir, ich gehe hier mal ganz schnell mit Tab und Mausbewegung in den Post-Mode oder zurück in den Edit-Mode. Hier, damit man das überhaupt sieht. Aber im Edit-Mode ist der Knochen gelb und im Post-Mode ist der blau. Dann kann man das schon unterscheiden. Ich kann den Fuß jetzt gar nicht bewegen, weil der durch den Unterschenkel festgelegt wird. Also muss ich den Fuß vom Unterschenkel lösen und dann den Unterschenkel automatisieren. Also gehen wir in den Edit Mode und sagen Alt P. Was ist denn mit deinen Eltern? Ich löse diesen Knochen vom Elternknochen. Wenn ich jetzt in den Post Mode gehe, kann ich den bewegen und der Elternknochen bleibt und es hängt jetzt vom Gewicht der einzelnen Teile ab, ob sie mitgehen oder beim Elternknochen bleiben. Zurück in den Edit Mode. Mein Unterschenkel kriegt aber jetzt ein Constraint. Ich mache den anderen auch noch schnell weg hier. Deswegen bin ich in Edit Mode. Alt P. Clear Parent. Und die beiden und den Rest muss ich im Pose Mode machen. Also im Pose Mode gehe ich an den Unterschenkel. Der wird jetzt ferngesteuert. Der kriegt jetzt ein Constraint. Add Bone Constraint. Und da nehmen wir den Inverse Kinematic, wenn ich den jetzt finde, da Inverse Kinematic. Inverse Kinematic, ich bin jetzt auf dem rechten Knochen und macht ein Target auf meine Amateur und der Knochen, dem er folgen soll, ist der Foot R. Und wir sehen jetzt hier so eine dünne gelbe gestrichelte Linie, die geht bis ganz hoch. Die stelle ich normalerweise auf 2, dann geht sie auch bis ganz hoch, aber das dürfen wir nicht vergessen bei anderen Figuren, deswegen stelle ich die hier auch schon auf 2. Und wenn wir jetzt den Fuß bewegen, dann bewegt sich der Unterschenkel und der Oberschenkel automatisch mit und wir haben schon das, was wir eigentlich haben wollten. Gucken wir mal von der Seite ganz genau hin, heben den Fuß, gucken von vorne. Dadurch, dass wir das Knie ein bisschen geknickt hatten, weiß der auch schon, wo er hin muss und wir sparen uns tatsächlich nachher das Pole Target. Also, zweiter Fuß, da haben wir es auch. Wir nehmen den Unterschenkel, hängen da einen Inverse Kinematic Constraint dran, sagen bitte folge du. In der Amateur befindet sich irgendwo ein linker Fuß, Foot L, und dann gehen wir der Chain Length wieder hoch um 2. So, also jetzt können wir das dann schon mal bewegen. Und damit haben wir eigentlich unsere Figur schon so weit gerickt. 10 können wir auch bewegen, klasse. Was jetzt noch fehlt eigentlich, hatte ich ganz vergessen, ist, dass wir sagen, wo die Knie wirklich hingehen sollen, also ob wir ein bisschen obeinig laufen oder nicht. Das heißt, ich werde hier nochmal einen Knochen reinsetzen, gehe in den Edit Mode, markiere dieses Teil da oben, den hier, extrude
in der X-Richtung einen Knochen, so, löse den von den Eltern, Ctrl-P, Clear Parent, schiebe den nach vorne und dieser Knochen, das wird jetzt mein Target für das Knie, also das ist dann mein, welcher Seite ist es, Knie, right? Knie-it-target.r und das können wir gleich auf die andere Seite noch tun. Gucken wir mal von der Seite. Wir duplizieren, Shift-D, schieben das darüber in der Y-Achse etwa nach hier und das wird dann das Knie-Target, Shift-L. So, und jetzt können wir nämlich hier unseren beiden Constraints, das war gerade im Edit-Mode, wir müssen das im Post-Mode ändern. So, das eine ist, gut, die Rotation ist schon mal Quatsch, aber die wollen wir auch nicht speichern. Aber wir sehen, wenn wir den Constraint anschauen, hier unseren Bone-Constraint, dass wir das Pole-Target nicht gesetzt haben und das rechte Knie, rechte Unterschenkel kriegt jetzt ein Pole-Target in der Amateur, den Knochen, der heißt Knee-Target-R. Jetzt kann es sein, dass sich gleich unser Bein verdreht. Ah, das hat sogar hingehauen. Und jetzt bewegt sich der Knochen so, dass er immer diesem Pole-Target folgt. Probieren wir das mit der anderen Seite, hoffen, dass das auch gut geht. In der Amateur suchen wir dann unseren Target-L. Ah, das hat auch hingehauen, das freut mich, sonst hätten wir hier mit dem Pole-Angle spielen müssen, so lange, also in 90-Grad-Inkrementen, so lange, bis das funktioniert. Jetzt könnten wir eigentlich sogar, wenn wir den hier hochheben, gucken wir mal, ob wir den da rüber schieben. Jetzt sehen wir dann, wie das Knie sich verdreht. Jetzt können wir also mit dem die Richtung vom Knie angeben. Das war das eine. Und das andere ist, wir haben noch keinen Rootbone. Also hier ist noch unser 3D-Cursor, wenn wir also jetzt einen neuen Knochen machen, sollte der hier erscheinen. Hä? Nein, ich bin ja im Post-Mode, also im Edit-Mode, sollte der hier erscheinen. Das ist jetzt unser Rootbone. Wenn wir uns dessen Achsen mal angucken, dann sehen wir, die sind auch ein bisschen komisch. Und hier wäre es geschickt, wenn wir die wirklich in Richtung der Raumachsen haben. Also wenn wir diesen Knochen nicht um X, wo läuft er denn? Um Y. Ja, Y, wenn man den hier tatsächlich drehen würden, so dass das Z nach oben geht. Das müssen wir jetzt noch einstellen. Roll 0. Na? Welchen haben wir denn jetzt verdreht? Den da müssen wir doch verdrehen. Roll 0. So, jetzt geht das Z nach oben. Das ist dann schon mal ein bisschen besser. Und an diesen Knochen, das wird jetzt unser Rootbone, den können wir auch so benennen gleich, dass wir das wissen. An diesen Rootbone, da hängen wir jetzt unsere Hüfte dran. Also Rootbone, den hier, Ctrl-P, Make Parent Keep Offset. Jetzt sehen wir hier so eine dünne schwarze Linie. Das machen wir übrigens mit den beiden Hüftknochen auch. Von dem auf den, Ctrl-P, Keep Offset. Jetzt, dann können wir nämlich nachher die Hüfte drehen und die beiden Oberschenkel gehen mit. So, kurzer Test, ob das auch funktioniert. Hüfte drehen. Ja, und die Oberschenkel gehen mit. Jawohl. So. Okay. Damit haben wir eigentlich, was ich noch vergessen hatte, eingepflegt. Hier den Rootbone, die Pole-Targets und wir haben jetzt auch alles drangehängt, was wir brauchen zum Animieren.